Der Nikolas selbst ist gerade in dem Moment, wo ich draußen vor seiner Tür war, wach geworden und hat Heilige Maria gesagt. Deswegen bin ich so schnell losgestürmt. Bin ich jetzt einfach nur auf die Rückseite gelaufen? Ich bin so ein Held, ne? Ich bin so ein Held. Jetzt sind wir Naturbursche, okay. Bevor ich mich da jetzt so dumm und dämlich anstelle und versuche, das selbst zu benutzen, gehe ich mal rüber zu Harlekin und gebe ihm das Horn. In der Hoffnung, er benutzt es wirklich. Nicht, dass es jetzt wieder so eine Leichentuchgeschichte ist, wo der Dialog mir sagt, er hat das Horn bereits. Aber eigentlich hätte der Dialog heißen sollen, ich soll es ihm bringen. Das würde mich jetzt wirklich nicht wundern. Eigenartig ist es jetzt schon. Oder interpretiere ich das falsch mit dem Freigesetzt? Oh, Werbung. Hoppla. Dann warte ich mal kurz die Werbung ab. So, jetzt ist die Werbung vorbei. Genau. Also, ich bin kurz jetzt zu Harlekin zurückgeritten mit dem Horn vom Nikolas in der Tasche. Weil bevor ich mich jetzt so dumm und dämlich daran versuche, dieses Horn zu benutzen, gebe ich ihm das jetzt. Weil ich habe den Dialog so verstanden, er hätte es bereits und würde es irgendwo im Wald benutzen, um ihn rauszulocken. Den Nikolas. Nikolas. Aber jetzt scheint es wohl doch so zu sein. Aus meiner Neugier heraus, ich habe nur in die Kiste geguckt aus Neugier. Jetzt scheint es so zu sein, dass ich ihm das Horn bringen soll eigentlich, obwohl es da nicht steht als Quest, ne? Das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, das hätte man besser lösen können. Hey! Hi! Ich wollte dich jetzt eigentlich gerne anreden. Offensichtlich geht es nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Scheibenkleister, das gibt's doch nicht! Ja, schön, dass es mein Wald zu hören ist. Ich kann es nicht benutzen. Ich werde noch welk. Ich werde noch welk, werd ich. Wie geht denn das jetzt? Oh, ey. Alter, da kriegst du ja richtig Pudding im Gehirn, ne? Junge, Junge, Junge. Will der mir sagen, dass ich am Eingangstor stehen soll und das Ding benutzen soll? Das macht doch keinen Sinn. Weil A, muss ich dann wieder weglaufen? Und B, wäre es doch sinnvoller, wenn, wie es im Dialog hieß, der Harlekin das Horn benutzt, irgendwo mitten im Wald, dann einfach abhaut und ich entführe derweil die Margit. Das wäre doch die beste Lösung für alle, wie ich finde. Solange der Jäger da drin ist, kann ich sie doch nicht entführen. Das schläft doch neben mir da auf der Bank. Und draußen noch der Wächter, der muss ja auch irgendwie weggelockt werden. Der Wächter steht jetzt wieder hinten.
Was ist hier los? Nichts. Ich glaube so langsam, dass das wieder so ein Ding mit einer Uhrzeit ist. Dass ich jetzt gerade zur falschen Uhrzeit hier bin. Ach. Was ist das? Er ist ja schon raus. Was führst du im Schilde? Hau ab oder ich... Oh. Doch, darf ich. Ohnmächtig schlagen. Ich will sie doch nur ohnmächtig schlagen. Geht nicht. Es geht nicht. Fall ohnmächtig um. Du da, halt. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich kann hier nur schnell ein, weißt du? Frauenschlagen geht ja sowieso nicht eigentlich. Also ist ein Unding, meine ich, aber. Huh. Ja, ich dachte, die kippt dann um. Aber tut sie nicht. Ja, Weiberjagd. Ja. Jetzt muss ich da wieder reinschleichen. Nee, warte, von hier aus sieht der mich. Aber gut, wenn ich jetzt nur so hier lang laufe, dann bin ich ja... Achso, warte. Ich hab noch die volle Rüstung an. Aber Köter ist diesmal stehen geblieben? Okay. Oh, ist das wieder unnötig kompliziert. So. Jetzt hatte ich Auffälligkeit wieder 60-61. Wieso? Vorhin hatte ich doch 40. Muss man jetzt nicht verstehen, ne? Oh, er steht gerade nicht hier? Gut. Doch, tut er. Er stand gegenüber. In dem Schuppen. Huch. Nein, Binky. Und Hund. Bleibt beide weg. Nein. Oh. Wo ist der Hund? Hund? Seliebchen, Hallöchen. Du bist betrunken, oder? Deshalb ist es doch so hoch. Ah, ey, stimmt. Du hast recht. Durch den Retterschnaps. Ja, du hast recht. Danke. Oh, super Hinweis von dir. Super Hinweis. Stimmt, wir haben den Rausch. Stimmt. Hier, Auffälligkeit erhebt, wird beträchtlich gestört. Dankeschön. Super Hinweis von dir. Danke. Ach, und dann hatte ich den vorhin nicht gehabt, weil ich ja frisch nach dem Laden reingeguckt hatte und sofort die Rüstungen ausgezogen hatte und da war der Rausch noch nicht drin. Warte hier auf. Leib. Vollkommen richtig. Danke dir. Und schön, dich auch bei schön, dich auch mal bei mir zu lesen, wollte ich sagen. Ich kenne dich ja schon aus anderen Chats. Unter anderem auch dem Gaius. Jetzt kommt er gerade natürlich wieder, der sagt natürlich. Hey, wer ist da? Niemand. Ich bin Vogelbeobachter. Ja, natürlich stellt er sich jetzt dahin. Und wenn ich jetzt hinten rumlaufe, wird er dann wieder nach hinten laufen. Wetten wir? Aber jetzt weiß ich ja, dass es noch einen zweiten Weg in die Hütte gibt. So. Okay, jetzt steht er wirklich da.
Was siehst du, eine Kleinigkeit essen wollte ich ja eigentlich auch noch, ne? Jetzt kommt er natürlich wieder. Ja, natürlich kommt er genau jetzt wieder, ne? Wo ist er gerade? Da. Hey, Blankenburg, und? Bist du satt, mein Lieber? Was gab's denn Feines? Obwohl, erzähl's mir lieber nicht. 2 Uhr nachts ist meistens die Zeit, wo ich dann einfach nochmal ein Hühnerchen bekomme. Wo ist er jetzt? Okay, er steht mit dem Rücken zu mir. Wunderbar. Rein in die Hütte. Tür ist ja zum Glück nicht abgeschlossen. Ha! Okay, doch ist sie. Aber von innen kriegst du sie einfach auf. Okay. Danke, Spiel. Wirklich sehr freundlich. So, die hier ist einfach nur so Deko, okay. Aber die hier ist offen. So, Türe zu. So, Jägerchen liegt noch hier, ne? Mit Frau? Ja. Okay. Nur ein paar Belegte. Ist auch was Feines. Habe ich mir heute auch noch gegönnt vom Stream. Bin ich aber verwirrt. Wo geht denn das bitte hier hin? Doch, das ist die Tür, aber die ist von innen zu öffnen, von außen verschlossen. Okay. Oh, er ist wach. Nein. Sie auch. Was willst du hier? Geh und spiel deine Spiele woanders. Warte hier auf mich. Bleib. Deswegen spiele ich gerne mit dem Archimie-Krams. Da gibt's... Vorsicht, 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 Dark Hell. Bitte, 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 bitte. Kein BSG, kein Spoiler. Alles klar. Aber du erinnerst mich daran, dass ich ein paar Tränke zur Seite gestellt habe. Aber nicht den, den wir jetzt bräuchten. Zum Schlösserknacken und Heimlichkeit und so, ne? Aber was ich ja eigentlich nicht brauche, ist Heimlichkeit. Ich weiß ja, wie ich reinkomme. Was ich brauche, ist eine Option, wie ich sie fesseln kann. So. Sorry, ich musste gerade den Schonbezug von dem Sitz hier mal anders hinlegen, weil dadurch, dass ich immer so Hummeln im Hintern habe, ist das alles ein bisschen verzogen. Warte mal, Katerbier? Beseitigt den Rausch. Verringert mein Charisma, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Um schon mal leichter reinzukommen. Aber ich muss mich beeilen, weil die stehen gleich auf. Das ist halt das Problem, dass die aufstehen und der Wächter trotzdem da bleibt. Ich hatte nämlich eigentlich gehofft, dass ich das hinbekomme, dass... ich glaube, es ist wirklich so, ich klaue das Horn. Dadurch wird der Jäger rausgelockt. Obwohl das total keinen Sinn ergibt, ne? Aber dass er rausgelockt wird. Und dass ich dann vielleicht, während sie noch schläft, die Dame, dass ich sie dann irgendwie fesseln kann oder so. Gute Nacht, wer geht? Schwiegermam, mach's gut. Schwiegermams Liebling, haust rein, mein Großer. Und bis bald. Schöner Langbogen, ja, finde ich auch. Ist aber echt schwierig zu schießen in dem Spiel. Habe ich so noch nicht erlebt, aber durchaus realistische Sachen dabei. Ich trinke mein Katerbier. Achso, ins Inventar. Stimmt. So. Trink mal ein Katerbier.
Ja. So. Achso, siehst du, eine Kleinigkeit essen wollte ich ja eigentlich auch noch. 17 essen. Gut. So, du bleibst. Rüstung ist ausgezogen. Achso, Auffälligkeit? 46, ja. Es lag wirklich am Rausch. Krasses Pferd. So, wenn der Wächter hier vorne steht, habe ich ein Problem. Natürlich steht er hier vorne. Und es kostet wieder so unnötig Zeit zu warten, bis der weg ist, ne? Ich will aber jetzt auch nicht mit brachialer Gewalt das alles lösen, ne? Da rein und den Nikolas und den Wächter töten und sowas, nee. Ja, bei mir ist es halt schon morgens gewesen, weil ich ja mit dem Harlekin mich treffen musste. Und zwar bei Sonnenaufgang. Aber das wäre jetzt wirklich die nächste Überlegung, die ich anstelle. Dass ich jetzt einfach warte bis zur nächsten Nacht. Und in der Zeit könnte ich dann erstmal nach Pribislavitz zum Beispiel mit Marius sprechen. Aber ich will mal gucken, ob ich es vielleicht doch noch hinbekomme. Türe zu. Die Tür lässt du auch gleich mal zu und jetzt gehen wir hoch und holen das Horn. Ich glaube, bei mir ist gerade wirklich die Zeit ein Faktor. Schwierigkeit geht, aber Zeit ist gerade das Problem. Achso, ich sollte das auch rausnehmen, das Horn, ne? Ja, vergleichsweise, ja. Also nicht so 100% realistisch, klar. Auch im Schwertkampf sind da ein paar Sachen dabei, die nicht ganz hinhauen. Aber ich finde es durchaus deutlich besser gelöst als alle anderen Spiele, die so ähnlich sind, was so mit Schwertkampf und Bogen zu tun hat. Sag mal. Hat wieder nicht gefunzt, hä? Nichts. Stimmt, Gaffer ist ja auch Bogenschütze. Wisst ihr, was wir machen werden? Wir warten jetzt darauf, dass der Wächter da verschwindet. Danke für das Timing. Und dann gehen wir. Und dann versuche ich nochmal im Laufe des Tages mit dem Harlekin zu sprechen. So. Und ihm das Jagdhorn zu geben. Ich glaube, ich bin wirklich zum falschen Zeitpunkt hier. So, dann schnappe ich mir jetzt wieder die Rüstung. Waffentechnisch legen wir jetzt die gestohlenen Pfeile wieder ins Satteltäschchen. Ja, weil ich die Fackel genommen habe, konnte er das Schwert wieder nicht ausrüsten. Das ist wieder so eine Logik. So, mein Großer. Hast du fein gemacht. Hör bitte auf, dir die Klöten zu lecken. Hast du fein gemacht. Ja, so ganz fein. Echt. Ja. Und kriegst du gleich dein Frühstück. Ganz lecker. Ja. Super. Dann gehen wir zu Marius, ja. Quatschen erstmal mit dem, weil dann können wir die Zeit bis zum Abend, Binky? Ach, da kommst du. Dann können wir die Zeit nämlich bis zum Abend nutzen, um schon mal vielleicht den ein oder anderen Helfer für den Wiederaufbau des Dorfes zu rekrutieren. Reite ich da manuell hin? Nee.
Sollte mir unterwegs wieder irgendwas Aggressives beginnen, gebe ich einfach Fersengold. Dann gebe ich einfach Gummi. Damit es gespeichert bleibt, dass wir jetzt das Horn haben. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Victor501, grüße dich mal lieber. Hallöchen und danke für dein Follow. Mach's dir gemütlich, schnapp den Stuhl, schnapp den Bier. Wenn du beides nicht finden solltest, geh bitte Bier holen. Ach, die haben ja schon angefangen. Oh, wie cool. Oh, schön. Oh, mein Sound spinnt gerade. So, sorry fürs Dazwischenquatschen, aber das habt ihr nicht gehört, aber meine Kopfhörer sind bei mir gerade kurzzeitig ausgefallen. Muss ich die kurz ausmachen und wieder anmachen. Aber ihr habt ja alles im Stream gehört. Ihr habt ja schon angefangen. Ich dachte, wir müssen erstmal mit Marius reden, wie wir denn am besten anfangen. Sag mal, ist das nicht der Jäger aus Ratei? Nee, Flüchtling. Okay. Marius. Gehen wir zuerst zu dem. Der wird uns bestimmt sagen, wir brauchen Holzfäller, wir brauchen... Was hatten wir noch? Steinmetze. Und so weiter und so fort. Da ist er. Hallo. Mal kurz noch eine andere Frage. Guck mal einer Schau. In Pribilz-Lawitz bin ich jetzt nicht mehr als Dieb gekennzeichnet. Interessant. Huh. Also entweder verjährt das oder das war vorhin irgendwie ein Anzeigefehler vielleicht. Oder dass ich halt mehr oder weniger in beiden Baumaterialkiste. Mehr oder weniger in beiden Dörfern gleichzeitig gesucht wurde, weil ich ja eigentlich auch der Vogt bin hier, ne? Das sieht mir stark nach Baumaterialkisten aus. Und das hier könnte irgendwie eine Übersicht sein. So eine Art, ja, Wirtschaftsbuch. Marius, hi! Willkommen zurück. Wie war es in Ratai? Feuchtfröhlich, wie immer. Der Vogt hat ein Devis Dekret verlesen und ich bin nun offiziell der Vogt von Pribilz-Lawitz. So, nimm meine Glückwünsche entgegen. Wie lautet der erste Schritt? Zuerst soll... ehrlich gesagt bin ich überfragt. Was würdest du empfehlen? Als du fort warst, bin ich hier schon einige Dinge angegangen. Gewiss hast du bereits die ersten Ankömmlinge aus Ratai gesehen. Ich bin ihnen auf dem Weg hierher begegnet. Nach ihrer Ankunft haben wir sogleich damit begonnen, Bauland zu schaffen. Nachdem sie einige behelfsmäßige Unterkünfte gebaut haben. Blanki, Vorsicht. Ich will das gar nicht wissen, wie das ab jetzt wird und so, ne? Finden wir alles gemeinsam heraus. Wie entscheide ich, was gebaut wird? Wie entscheide ich, was wo gebaut wird? Darüber habe ich mir bereits wohlweislich Gedanken gemacht. Und ich habe alles im Hauptbuch festgehalten. Dort wird alles aufgezeichnet. Ich werde jede einzelne Änderung genau dokumentieren. Danke, das ist sicher sehr hilfreich. Und wo finde ich dieses Buch? Guck mal nach rechts. Es sollte stets im Rathaus aufbewahrt werden. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. So, Liebchen, danke dir für dein Follow, das freut mich. Jetzt sehe ich dich auch mal hier öfter wieder, schön. Zum Abschied das Follow, oh. Na dann, mach's gut, meine Liebe. Und dir und deinen Liebsten auch. Gutes Essen und einen schönen heiligen Abend. Und bis bald mal wieder. Also planmäßig für alle, die jetzt gerade noch wach sind und neu hier sind, freitags immer bei mir planmäßig. Aber jetzt nächste Woche habe ich Urlaub, da werde ich spontan mal zu ungewissen Uhrzeiten einfach mal einen Stream starten. Aber sonst immer am Freitag ab 20 Uhr. So,
Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Tja, wir fangen bei null an, daher müssen wir alles bauen. Danke, Viktor. Bäckerei, Fleischerei, Rathaus. Hatte ich die Schenke schon? Ein Ratschlag. Zunächst sollten Gebäude errichtet werden, mithilfe derer Baumaterial für alles andere produziert werden kann. Und da wir vor allem Holz brauchen, wäre ein Holzfällerlager am sinnvollsten. Das stimmt. Und was dann? Kommt drauf an. Jedes Gebäude ist wichtig. Du wirst das schon in Bälde lernen. Steht auch alles im Hauptbuch. Okay. Danke dir, Viktor. Vielen Dank. Eine unsympathische Sache an mir gibt es allerdings, und zwar, dass ich leider Raucher bin, und zwar vor allem eigentlich Kettenraucher sogar. Ich versuche es immer so weit wie möglich auseinanderzuziehen, die Abstände, aber macht es mir bitte nicht nach mit dem Rauchen, denn es ist ungesund und teuer und ich habe ein extra Anti-Raucher-Emote dafür, der kostenlos für alle Follower ist. Ja, stimmt. Bei Blankenburg habe ich ja damals auch ein mit besten Empfehlungen gemacht. Aus meiner Videoreihe, wo ich andere Kanäle unterstützt habe, wo dann bei ihm dann auf einmal in seinen nächtlichen Streams auf einmal ganz viel los war, ne? Oha, mein Vater starb an Lungenkrebs, er war starker Raucher. Mein Vater starb an Prostatakrebs und war starker Raucher. Danke, The Walking Ghost. Ja. Deswegen sage ich ja, also macht es mir nicht nach. Es ist definitiv keine gute Angewohnheit. So, was das Finanzielle betrifft. War bestimmt keine schöne Situation für dich, mein Lieber. Genauso wie es auch nicht für mich war. So, was das Finanzielle betrifft. Was ist mit dem Lohn für die Arbeiter und dem Geld für Baumaterial? Das Geld muss in der Truhe verwahrt werden. Es kann dann für die Löhne und das Baumaterial entwendet werden. Engpässe sollten natürlich vermieden werden. Da fällt mir ein, wir müssen noch über meine eigene Bezahlung sprechen. Na ja, klar. Ja, natürlich. Herr Divish versprach mir einen festen Lohn, zumal das ein sehr umfassendes Bauvorhaben ist. Verstehe. Wie viel schwebt dir denn vor? Ich habe irgendwo einen alten Zahlungsbeleg. Da ist er. Wie wäre es mit einem Viertel mehr? Auf Zeit? Auf den alten Lohn erstmal bestehen. Oder? Nun ja, prinzipiell setzt du ja einfach deine Arbeit für Herrn Divish fort. Daher denke ich, dass der Lohn gleich bleiben sollte. Na schön. Dann sind wir uns offenbar einig. Abgemacht. Genau. Gut. Dein Lohn kommt dann auch in die Truhe. Ist er dort wirklich sicher? Ja. Außer uns darf niemand einen Schlüssel für die Truhe haben. Außerdem werden wir Wachen aufstellen. Ah, da bin ich beruhigt. Das wäre dann zunächst alles. Falls du mehr wissen willst, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Das wäre noch cool, wenn ich dann im Nachhinein, wenn ich mit seiner Arbeit zufrieden bin, seinen Lohn erhöhen könnte, immer so staffelweise, wenn es finanziell läuft, ne? Wenn auch das Dorf langsam ein bisschen Geld eintreibt, dass ich ihm davon einen Teil abgeben könnte und so. Das wäre cool. Lailania, Zuckerschnute, hau rein. Mach's gut, meine Liebe. Danke, dass du da gewesen bist. Und nein, ich habe keine Kinder. Leider nicht. Bisher noch nicht. Aber für Frau und Kind würde ich sofort mit Rauchen aufhören. Definitiv. Also wenn ich die richtige Frau kennenlerne und wenn sie schon ein Kind hat oder auch Kinder möchte oder beides ein Kind hat und noch eins möchte und so, dann würde ich sofort aufhören. Würde schwer werden, definitiv, weil ich bin, wie gesagt, wirklich so ein Gewohnheits- und Kettenraucher. Also Suchtraucher auch, ja. Aber ich würde es definitiv machen. Nimm mal lieber die Möhrchen, ja, ist gesünder, definitiv. Alles klar, dann schlaf gut. Und danke, dass du dich noch gemeldet hast. Vielleicht sieht man sich bald wieder. Glaub's nicht? Nee, na okay, dann ist ja jedem selbst überlassen. So. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, ja. Wie stehen denn die Dinge? Was braucht er denn gerade? Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Wir erwirtschaften bei weitem nicht das Einkommen, das ein aufblühendes Dorf braucht. Logisch.
Tja, das Dorf ist noch nicht bereit für die von Herrn Divish geplante Erweiterung. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Verstehe. Ich gebe mir Mühe. Okay, ich gucke mir erstmal das Buch an. Questvorräte. Ja, okay. Quatsch, das ist nicht das Buch. Das ist eine Truhe. Kann man auch aufklappen und zuklappen, ja? So, lesen. Provisorisches Rathaus und Arbeitereinkünfte kosten uns zusammen gerade 100. Am Tag oder wie? Ach so, und Leute sind es 7, sehe ich da, okay. Ruf ist bei 100, das ist gut. Dorfeinkommen 1200, Dorfkapazität 40, also Kapazität wahrscheinlich an Leute. Kirchenreparaturarbeiten sind gerade nicht im Gange. Steingetreide, Kohle und Vieh haben wir nicht vorrätig, aber auch keinen Verbrauch, so wie ich das hier sehe. Weiter. Ach, hier sieht man sogar einen Lageplan vom Dorf. Cool. Inklusive dem Schatten von unserem Heinrich, inklusive dem Helm. Cool. Schönes Detail. Aber man kann sich Lesezeichen einrichten. Okay. Zunächst muss ein Zelt als Rathaus genügen. Zumindest hast du einen Ort zum Schlafen, bis ein Gebäude errichtet wurde, das als Unterkunft für den Vogt angemessen ist. Grundgebäude minus 20. Unterbezahlter hat er reingeschrieben, der Sack. Lokator. 55. Ab einer gewissen Größe sollte ein Dorf über ein Rathaus verfügen, von wo aus der Vogt für Recht und Ordnung sorgt. Okay. Voraussetzungen, provisorisches Rathaus und Holzfällerlager. Okay, also sobald das Holzfällerlager steht, kann ein Rathaus gebaut werden. Okay. Grundeinkommen. Generiert. 4 Leute, aber 150 minus an Gold. Preis 5000. Ach so. Ich verstehe. Ach cool, man kann sich hier einen Kräutergarten und einen Archimietisch reinstellen. Das mit dem generiert ist, wenn es gebaut ist, generiert es 4 Arbeiter, die nochmal 150 Lohn kosten würden. Und für 5000, boah, der Preis zum Bauen. Hier wäre ein ausgebautes Rathaus. Würde Stein kosten. Und hat die Erweiterung dann für archimitischen Kräutergarten. Okay. Kirchenreparatur. 11.000. Alter! Kirchenreparatur und dann die Kirche nochmal ausbauen. Da gibt es dann einen Altar und Fresken. 17.000. Schmiede. Rüstzeug für Waffenschmiede und Rüstungsschmiede kann man dann hier dazu schalten. Ich glaube für 1.000 und für 2.000 nochmal zusätzlich. Uiuiuiui. Hufeisen und Waffen für die Garnison. Voraussetzungen Kohle. Kuhübersicht. Achso, damit wandern wir immer gleich auf Seite 1. Okay. Aber jetzt habe ich nicht so ganz verstanden, was brauche ich denn jetzt als nächstes an Material und Kosten für das Holzfällerlager? Oh, Geschäfte. Schenken. Brücke und Straßen kann man ausbauen. Aha, hier. Holzfäller fällen Bäume in den umliegenden Wäldern und verarbeiten das Holz weiter, das dann als Bauholz für den Gebäudebau, Reparaturarbeiten und einfache Befestigungen verwendet wird. 2500 Gold kostet es. Und Arbeiterunterkünfte, da ist schon ein Häkchen dran, also haben wir schon die Arbeiterunterkünfte, okay. Wird mich dann 10 Leute und 150 Gold kosten. Wir können dann für 60 Gold noch Zugochsen hinzuschalten, okay. Ja gut, die Truhe hier soll gelten, ne? Wie mache ich das am dümmsten? Hier, Groschen. Was?
verschieben? Nehmen wir doch schon mal. Was denn? Fast 5000 legen wir erstmal rein. Ich sag erst mit teuer, ja. Ich hätte glaub was anderes machen sollen mit Kunesch. Kommt drauf an. Bis wann wirst du streamen? Oh, weiß ich noch gar nicht. Es ist schon 2:30 schon wieder so spät, wow. Normalerweise ist bei mir immer um 0 Uhr Feierabend, aber wenn es mir richtig Spaß macht und so, dann mache ich einfach immer weiter. Und wenn auch genug Leute da sind, ne? So, Geld liegt jetzt drin. Mein Freund, wir bauen jetzt ein Holzfällerlager. Ja? Ich möchte etwas bauen. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Ein Holzfällerlager. Im Randgebiet wird es wahrscheinlich sein. Ja. Oh, Bienenstöcke können wir auch. Oh, cool. Aber nee, erstmal ein Holzfällerlager. Wir brauchen Holzfäller, damit wir genug Bauholz haben. Gut, wir haben alles. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. Okay. Würdest du dann jetzt da auch hinlaufen oder wie läuft das jetzt? Ah! Er hat bloß noch den Satz zu Ende geschrieben oder gelesen. Oh! Wow! Mein NPC, der schnell läuft! Wow! Für den Unterbezahlten hat er ja schon geladen, ne? Frage an diejenigen, die das hier schon kennen. Macht es einen großen Unterschied, ob er unterbezahlt ist oder überbezahlt ist? Macht er dann irgendwie seine Aufgaben irgendwie besser, gewissenhafter? Bringt es irgendeinen Bonus, wenn er besser bezahlt ist? Kein Plan. Wo bekommt man denn so viel Geld her? Das ist noch eine Frage, die wir noch beantworten müssen, dann irgendwann. Ich denke mal, Ziel Nummer 1 ist es, dass das Dorf selbst Einkommen generiert. Also so schnell wie möglich. Weil wir müssen ja auch Material kaufen, ne? Für den Anfang. Also Steine zum Beispiel müsste man dann auch erstmal kaufen, bevor man irgendwas baut, was dann Steine generiert. Hier, okay. Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an? Klar. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Tage? Ja gut, Margaret hat sich erledigt, ne? Oh. Ach, du hast gerade von dem Deutschen die Kalkwand eingesaut, ja? Okay. So, wir haben Holzfäller und Bauholz und Feuerholz und einen Esstopf. Okay, wir haben tagelang gearbeitet und keinen Hunger bekommen. Wow, wir sind auch nicht schmutzig geworden. Wow. Ja. Saubere Arbeit, würde ich sagen. Okay, das wiederum heißt doch jetzt aber, dass wir dann automatisch Holz als Vorräte bekommen, oder? Das müsste doch jetzt sogar drinstehen als Einkommen in unserem Übersichtsbuch. Hauptbuch. Buchbuch. Gedönsbuch. Buchgedöns. Ja, wir rennen wieder bis die Ausdauer runter ist. So. Hier ist schon mal kein Holz drin. Ne? Ist aber auch noch 2400 Gold. Wow. Buch, Buch, Buch. Jetzt haben wir Kosten. Ja. Ach, das sind Aufgaben. Die Dorfeinkünfte von 1200 sind Aufgaben. Wow. Oh, das Geld ist schnell alle.
Das Provisorische ist gebaut und kostet Geld, genau. Wir wären jetzt in der Lage, das hier zu bauen, wenn ich hier 5000 Gold hätte. Das weiß ich auch nicht, ob man nach der Hauptquest weiterspielen kann. Also wer es von euch weiß, flüstert es bitte dem Schratt, weil ich will es nicht wissen erstmal. Also ich nehme mal an, nach der Hauptquest ist vorbei. Nehme ich mal an. Auch einer der Gründe, warum ich selber immer erstmal so viele Nebenmissionen wie möglich mache. Gut, also wie kommt man jetzt so an so massig viel Geld? Turniere eventuell, inklusive der Wetten mit Peschek, dem Müller. Plus Banditenlager, Wildererlager, Kumanenlager. Nicht immer links liegen lassen, sondern die wirklich ausmerzen und deren Rüstungen verkaufen und Waffen verkaufen und deren Gold mitnehmen und so weiter und so fort. Das ist aber echt massigst Arbeit, Junge, Junge, Junge. Das wird heftig. Bekomme ich als Vogt eigentlich selbst auch einen Lohn? Nee. Wir haben ja erst die ersten 5 Jahre, war das, glaube ich, Steuerfreiheit. Und in diesen ersten 5 Jahren bekomme ich ja irgendwie alles an Einnahmen zur freien Verfügung. Aber gut, hier sind einige Tage vergangen. Wie spät ist es denn? Mittags. Ha. Interessant, dass sich hier noch keine Meldung ergeben hat, ne? Dass ich Mehoyet mal gucken könnte, was sich da jetzt so ergeben hat. Vielleicht kann ich aber auch einfach so hin und nochmal fragen. Und in Ratai können wir ja nochmal mit Kuna sprechen. Wegen der Holzfäller-Geschichte, ne? Rechne mal zusammen, was da reinkommen muss. Aktuell? Meinst du? Steht doch da. Ich brauche mindestens 250, um kostendeckend zu arbeiten. Im Moment. Wirkt sich nicht auf die Spielzeit aus. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Wie viel, um alles zu bauen? Nee, das will ich gar nicht wissen. Das will ich jetzt gar nicht wissen. Einfach wegen der Motivation, die sonst flöten geht, glaube ich. Das nächste Ziel wäre eigentlich dann auf hoher Kante zu haben 5000, ne? Weil jetzt ist eigentlich Rathaus dran. Oder? Ja, weil Voraussetzungen sind erfüllt. Wir haben das Provisorische und das Holzfällerlager. Und das wird mich dann einfach noch mehr Gold kosten. Wow. Kommt sonst noch was? Ja, haben wir doch vorhin durchgeblättert, dass da noch mehr Sachen kommen. Aber von... Ich meinte jetzt einfach, bloß das nächste, was schon möglich wäre, wäre halt das Rathaus. Hier bräuchte ich erstmal Brücke und Straßen für 4000 und Material. Die wiederum auch 4000 kosten. Aber mir kein Einkommen generieren. Stattdessen halt immer mehr Kosten, ne? Holzfällerlager haben wir. Bienenstock. Ja gut, die würden Honig produzieren, aber der bringt jetzt auch nicht so viel Geld, ne? Würde Honig für die Schenke und für den Bäcker produzieren, okay. Arbeiterunterkünfte sind ja bereits gebaut und das war's dann. Weiter kann ich nicht blättern. Kostet nochmal 1,5. Na, hier brauche ich Steine und Getreide für. Außerdem auch permanent dann Getreide, nehme ich mal ganz stark an. Das wiederum wäre besser, wenn wir noch schon Ackerland hätten. Ansonsten muss ich das immer wieder kaufen und hinbringen. Wenn der Bäcker steht. Und auch die Schenke, denke ich, ne? Die Schenke, denke ich, wird auch Plus machen.
Und die Geschäfte, ja. Dafür bräuchte ich auch wieder eine Brücke und eine Straße. Dark Woman, grüß dich! Hi! Da zwinge ich mich, Warhem zu beenden und ins Bett zu gehen und dann sehe ich Robin Stream. Ciao, Schlafrhythmus. Ja, was ist das? Kann man das essen? Ich habe nämlich ziemlichen Hunger. Ja, Wachhaus braucht zum Beispiel Schmiede und Schenke zwangsläufig. Stallungen, Getreide und Schmiede. Wahrscheinlich dann noch permanent Getreide, nehme ich mal an. Oh, aber Pferde für den Händler. Ah. Fleischerei. Sorgt für Fleisch für die Schenke. Ja, okay. Aber sehe ich denn auch... Ach so. Da sehe ich das Grundeinkommen der Gebäude bei generiert wieder. Okay, in dem Fall... Fleischerei würde ein Plus von 290 machen. Wenn ich dann noch die Räucherkammer dazu schalte, sind wir bei 390. Aha. Brauche ich aber auch Vieh. Und hier Bäckerei zum Beispiel auch. 250, dann plus 85, plus 80. Honigkuchen, wissen wir jetzt, brauchen wir dann Honig für. Also die Bienenstöcke. Aha. Die Schmiede bringt auch was ein. Brauchen wir aber Kohle für. Ja, die Kirche kostet natürlich nur. Natürlich kriegen wir keinen Teil vom Kirchenzehnt. Oh. Ja, da steht Plus, genau. So oder so, wir brauchen Material und Geld. Egal, was wir als nächstes bauen. Halt, warte mal. Marius, warte. Nein, du musst jetzt nicht kacken oder so. Warte mal. Ganz kurz. Okay. Erklären. Kannst du mir bitte etwas... Was zählt zu den Unterhaltskosten? Der Lohn für die Arbeiter, die Kosten für Rohstoffe, Geld für die Handwerkerausrüstung. Was, wenn nicht genug Geld dafür da ist? Dann wird die Produktion bald stillstehen. Vermeide dies. Die Leute werden mürrisch, wenn der Lohn ausbleibt. Im Hauptbuch steht geschrieben, wie viel Geld jeden Tag benötigt wird. Bewahre immer genug Geld für die Löhne in der Truhe auf. Täglich! Mach dir darüber keinen Kopf. Ich kümmere mich darum, sofern genug Geld da ist. Kann ich Geld für, sagen wir, 3 Tage im Voraus in die Truhe tun? Sicher. Alles ganz einfach, nicht wahr? Nun gut. Danke. Was ist mit den Finanzen? Am wichtigsten ist es zu wissen, wie viel Profit die Gebäude abwerfen und wie viel Unterhalt sie kosten. Das steht im Hauptbuch, das du im Rathaus findest. Gleich auf der ersten Seite. Ich verzeichne dort akribisch jeden neuen Gebäudebau. Der vom Dorf erwirtschaftete Profit wird in der Truhe mit dem Hauptbuch aufbewahrt. Was, wenn wir mehr ausgeben als einnehmen? Dann musst du wohl oder übel selbst das Geld für die Unterhaltskosten in die Truhe legen. Verstehe. Es wäre wohl am besten, etwas für schlechte Zeiten beiseite zu legen. Welche Pflichten habe ich als Vogt? Als Vogt musst du dafür Sorge tragen, dass das Dorf wächst und gedeiht. Du musst entscheiden, welche Gebäude errichtet werden sollen, aber auch Streit schlichten. Und du musst selbst die Finanzmittel stellen. Du hast hier das Sagen, bist aber auch für alles verantwortlich. Wobei du nicht tun und lassen kannst, was du willst. Du unterstehst nach wie vor, genau wie ich, Herrn Divish. Ja. Das heißt, dass du ihm Rede und Antwort stehen musst, sollten ihm Beschwerden von den Dörflern zu Ohren kommen. Sorge also dafür, dass niemand stiehlt, genug Arbeit für alle da ist und die Löhne ausgezahlt werden. Natürlich. Ich behalte alles im Auge. Wie bringe ich Leute dazu, in unser Dorf zu ziehen? Das geschieht ganz von selbst. Sobald Unterkünfte vorhanden sind, werden nach und nach Siedler kommen. Jedes Gebäude bietet Platz für neue Siedler. Je größer das Gebäude, desto mehr Bewohner. Und je mehr Platz hier ist, desto mehr Leute wird es mit der Hoffnung auf ein besseres Leben zu uns ziehen. Was ist mit Handwerkern? Für Leute vom Fach kann ich sorgen. Aber falls du wahre Meister für das Dorf gewinnen kannst, würde das den Profit sicher erhöhen. Wenngleich das kein leichtes Unterfangen sein dürfte, du könntest dich umhören. Gute Idee. Weißt du vielleicht wo? Versuch es doch mal bei den 2 Sasauer Schmieden. Die gehen sich ständig an die Gurgel und vielleicht möchte ja einer hierher ziehen. Aber vergiss nicht, eine Schmiede im Dorf zu errichten.
Denn sonst nützt dir selbst der fachkundigste Schmied nichts. Gut. Ich mache mich erst später zu ihnen auf. Und ich muss darüber nachdenken, wen wir hier sonst noch brauchen. Danke. Holzfäller und Steinmetze wissen wir ja bereits, dass das machbar ist. Steinmetz. Steiljunge. Steiljunge war das. Steinmetz geht ja nicht, weil wir keine Steinbrüche in der Nähe haben. Soweit ist alles klar. Was ich mich jetzt bloß frage, wie kann es sein, dass das Holzfällerlager jetzt einfach nur Geld kostet und wir das Holz, was wir hier in Überfluss haben, nicht wenigstens einen Teil davon verkaufen können? Achso, weil wir keine Händler haben, das wird sein, wa? Händler. Ach hier, Geschäfte. Benötigt Brücke und Straßen, natürlich. Und das wäre ein Grundeinkommen von 50 gerade mal. Wenn ich dann Karrenpferde hätte, also die Stallungen, wäre 120 obendrauf. Okay. Der Bau alleine hiervon kostet mich schon mal 4.000. Aber hey, schon mal kein weiterer Unterhalt und ein kleines Einkommen. Wäre aber zu wenig. Es wäre zu wenig Einkommen für die Kosten, die wir jetzt haben. Ja. Gebäude verbessern? Kann ich denn bereits bestehende Gebäude ausbauen? Kannst du mir bitte... Wie verbessert man die Gebäude? Das geht genauso vonstatten, wie sie von Grund auf zu errichten. Man benötigt genug Geld und Baumaterial und natürlich etwas zum Verbessern. Es wäre töricht, für besseres Schmiedewerkzeug zu sorgen, wenn nicht einmal eine Schmiede vorhanden ist. Das ist allerdings wahr. Wie wirken sich Verbesserungen denn aus? Sie ermöglichen die Produktion hochwertigerer Waren, die dann zu einem höheren Preis an den Mann gebracht werden können. Soweit ist alles. Ich möchte etwas... Wie du wünschst. Okay. Ich glaube, ich will gerade doch nichts bauen. Schratt, mach's gut und danke, dass du da gewesen bist. Bis bald mal wieder. Ich meine, ich habe jetzt nicht gesehen, dass Holzfällerlager ausbaubar wäre. Aber gleichzeitig sehe ich auch nicht Geschäfte, dass man die auch nochmal ausbauen könnte. Rathaus verbessern, das habe ich gesehen. Aber gut, vielleicht schaltet er es erst dann frei, also besseres Holzfällerlager, bessere Geschäfte, wenn das Rathaus dann schon ausgebaut ist oder so. Das könnte natürlich sein, ne? Kann man mit euch reden? Nee? Auch nicht? Auch nicht? Auch nicht, dann machen sie gerade Pause, ne? Ah, okay. Aber wir sind eh noch zu satt. Ich finde das äußerst interessant hier, aber mir fehlt da jetzt noch die Option, schon vorher zu wissen, ob mir zum Beispiel ein Holzfällerlager, ob ich das ausbauen kann und ob es mir dann vielleicht auch Gewinn abwirft. Weil dann wäre das eigentlich das Erste, was ich mache, den Abbau von Holz maximieren, um neben dem Baumaterial auch einen Überschuss zu produzieren, den wir verkaufen können, um die Kosten zu decken. Weil auf die Weise wie jetzt, in ein paar Tagen sind wir pleite. Wenn ich nicht an neues Geld rankomme. Nee. Komm schon. Aber auch interessant zu sehen, dass sich die Landschaft gleich mit verändert. Ne? Kaum ist das Holzfällerlager gebaut, sind überall Baumstumpfen zu sehen. Hier 250, ne? Das ist in weniger als 10 Tagen ist das Geld alle. Krass.
Ach ja, da oben rechts steht ja auch, wie viel Geld wir noch drin haben. Also wir müssen am Tag mindestens 300 hier reinbringen. Um Plus zu machen. Das ist schon heftig, ne? Und alles wahrscheinlich sind die ganzen Loot-Sachen, die ich hier irgendwann mal hingeworfen habe, weg, ne? Ja, ja. Aber damit habe ich schon gerechnet gehabt, deswegen habe ich den auch erst so spät angesprochen, den Typen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich noch den Rest geholt. Nicht zu plündern. Mir fällt gerade noch eine Methode ein, Leute. Warum hab ich da vorher nicht dran gedacht? Eine Laune des Schicksals hat mich in den Besitz dieser sonderbaren Zeichnung gebracht. Ich sollte herausfinden, an welchen Ort sie mich führen möchte und was das Schicksal dort in aller gegenwärtigen Hoffnungslosigkeit für mich bereithält. Wir haben Schatzkarten. Am Ende vom Geld ist immer sehr viel Monat übrig, ja. Wer kennt's nicht? So, leg mal die ins Inventar. Jetzt können wir sie lesen. Ach! Sieht ja schon fast einfach aus, ne? Der Weg von Neuhof nach Ratei, da über den Fluss, Köhlerei vorbei, da gibt's einen Schatz. Auf nach Neuhof! Auf zum Atem! Zum Atom! Meine ich doch! Oder so ähnlich. So, Binky ist hier. Wo ist Köter? Habe ich Köter noch irgendwo auf Bleib gestellt? Da ist Köter. Hallo, Großer. Sagen wir immer vorsichtshalber, dass er frei laufen darf. Lauf frei. Ja. So, Binky. Karte. Ja, shit, wollte ich nicht eigentlich erstmal das machen? Ich bin gleich da. Ich gehe da jetzt mal gucken, ob es tagsüber so ist, dass sie da alleine ist. Weil bis wir da sind, ist schon früher Abend. Ja. Aber nee, vorhin kam ja die Äußerung, dass es bei Nacht deutlich leichter wäre. So, auf zum A, Tim. Ich meine, wer weiß, vielleicht bringt uns das diverse Vorteile, dass wir dem Hasen, also den Harlekin, jetzt hier helfen bei der ganzen Geschichte. Vielleicht geht er dann für uns jagen zum Beispiel. Und das wäre cool, wenn wir ihn als sozusagen kostenlosen Jägermeister abwerben können. Sag mal, wo bin ich? Ich bin auf der falschen Flussseite, alles klar. Reite ich halt durch den Wald. Vorausgesetzt, das Spiel lässt mich hier durchreiten. Ja, hier ist doch Jägersmann-Gedöns, ne? Ah, okay, steig einfach ab, Junge. Steig einfach ab, er bringt nichts. Ja, hier ist Jägersmann-Hütte. So, der Wächter ist immer noch da. Ich darf hier nicht rauf. Entschuldigung. Niemand. Achso, der Hund ist noch auf Lauf freigestellt. Der Jäger ist da. Der ist zu Hause. Huch, nicht schleichen. Binky? Binky! Ach da! Mensch! Wir gehen nochmal zu Harlekin. Vielleicht können wir ihm jetzt tagsüber sagen, hier hast du das Horn.
Geh in den Wald und benutze es, damit der Jäger inklusive Wächter rausgehen. Damit wir die Market entführen können. Das lässt mir jetzt auch keine Ruhe, ne? Ich weiß, eigentlich haben wir es jetzt eilig, um an Geld ranzukommen und so, aber das lässt mir dann keine Ruhe, sowas. Dass das mit dem Horn irgendwie so falsch interpretierbar ist, überhaupt. Ich bin vorbeigeritten, ne? Natürlich. So, mein Freund. Was ist denn das jetzt hier? Ich kann immer noch nicht mit ihm reden, ich werd bescheuert. Pass du doch auf! Ich hab den scheiß Horn für dich geholt! Ja. Ja, selber! Warte mal, Ulrichs Dokumente? Herrn Ulrich von Passau eingeräumt. Unser Wohlwollen aus und wünschen Gottes Gnade und Erbarmen all jenen, die hier in höchster Ehrerbietung nennen. Den religiösen, säkulären Prinzen, Herzögen, Grafen, Markgrafen, Freiherren und anderen Adligen, den Kämmerern, Ministern, bla, bli, blub, was ist das für ein Ding? Dieses Messbuch in die Hand nehmen, geschätzte, gütige, edelmütige. Ach! Ja, wegen der Geldfälscher das Ding. Ja, okay. Lesen wir später. Alles klar, Dark Woman. Viel Spaß im Luak. Also, schlaf gut, wahrscheinlich. Aber das ist doch so dämlich, ey. Wie soll man... Mann! Wir gehen nach Neuhof. Wir gehen nach Neuhof. Und bis ich da bin, ist es dunkel. Hä? Hä? Meiden? Mist, fehlgeschlagen. Flucht. Das ist eine Falle. Können wir uns nicht leisten, jetzt zu sterben hier? Gut, eigentlich können wir doch nicht leisten, im Fluss zu ertrinken. Oder wo er kleinen Bächlein. Aber unser Heinrich hat es wieder hingekriegt, gesteuert von mir. Doch. Dieses Unwegsame manchmal, ne? Du bist schuld, wenn ich ein bisschen länger schaue, schlafe ich immer ein. Liegt an deiner Stimme. Tja, tut mir leid. Nicht. Ich bin im Kampf, natürlich. Wo sind sie denn, die Herrschaften, und wie viele? Au, ein Bogenschütze! Du kleiner Sack. Na, pass mal auf, Freundchen, das kriegen wir anders geregelt. Echt nur einer? Nee, zwei, drei. Hi! Daneben geschlagen, scheiße. Die schießen mich doch gleich aus dem Sattel, oder? Oh, ey, dieses berittene Kämpfen ist so dermaßen dämlich, ich weiß immer nicht, wie ich dazu schlagen soll, weil er macht immer nur diesen einen Schlag. Egal, wie ich gucke und wie ich reite. Was ist das? Was haben wir denn da? Ich treffe einfach nichts! Ich treffe einfach nichts. Wie geht denn das? Ich meine, es sind drei. Einer schießt auf jeden Fall. Ich habe kein Schild mehr. Ich spiele mittlerweile ohne Schild. Ey, das gibt's doch nicht, ne? Wie konnte ich... Wie kann ich ihn denn nicht treffen? Geht doch. Ah, scheiße. Ich habe vergessen, den Köter auf Bleib zu stellen. Und jetzt ziehen sie mich raus aus dem Sattel, oder? Okay, gib Gas. Das macht keinen Sinn hier. Macht keinen Sinn.
Gehen wir raus hier. So. Jagdgebiet Rehe entdeckt. Schön. Also wirklich das Berittenkämpfen hier muss man auf jeden Fall besser machen, finde ich. Mir gefällt's überhaupt nicht. Wow, ist mal ein riesen Umweg. Ja, natürlich. Und noch eine Falle. Meiden, erfolgreich. Sehr schön. Danke. Nee, also das finde ich bei Mountain Blade deutlich besser gelöst, das berittene Kämpfen. Um Welten besser gelöst. Hier ist es echt so ein Abklatsch von der Lösung. Kann ich nicht anders sagen, tut mir leid. So, wir wollen jetzt aber nochmal auf die Schatzkarte genauer gucken. So, von Neuhof aus nach unten und die erste rein über den Fluss. Dann den Fluss entlang nach Süden. Da müsste es irgendwie Kohlemeiler und ein Gebäude geben. Also hier runter, dann darüber. Hier ist der Fluss. Ah ja, hier ist das Gebäude und die Kohlemeiler, das Lager sozusagen. Dann muss es ja irgendwo hier sein. Pi mal Daumen. Nee, warte, hier sind die Meiler unten und das Gebäude oben. Gehen wir erstmal dahin. Wir können uns ja dann in der unmittelbaren Umgebung nochmal weiter umschauen. Wir waren da hinten auch schon mal, als es darum ging, den Rotschopf zu finden. Möchte ich doch behaupten. Ja. Da waren wir auf jeden Fall schon mal. Und dabei bin ich doch zufällig über das Lager gestolpert. Das Holzfällerlager. Köhlerlager. Wäre jetzt hier rein, aber ich gehe mal den Weg, wie er eingezeichnet ist, ne? Mehr oder weniger. Ah ja, hier ist Hütte. Da sind Kohlemeiler. Drei Stück. Wir schauen nochmal aufs Kärtchen. Nee. Eigentlich heißt es die Kohlemeiler oben und Hütte unten. Dann auch nicht gerade rüber, sondern so ein bisschen nach unten. Also eher hier so. Im unentdeckten Gebiet. Also nicht aufgedeckten Gebiet, würde ich sagen. Schauen wir einfach mal, ne? Ich steig auch ab dafür. So. Erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Ja, mit einfach schnurstracks geradeaus durchlaufen ist halt nicht, ne? Ach, okay, hier führt ein Weg hoch, mehr oder weniger. Rateierwälder. So, aber der Weg führt weiter. Hier ist ein alter Trampelpfad. Da ist eine Ruine. Haut meine Markierung hin? Ja? Okay, die Karte ist schon recht genau. Muss man ja mal gestehen, ne? Und da ist eine dicke, fette Kiste. Und ein totes Pferd. Schweres Schloss. Na? Nicht zu schwer für mich. Oh, wenn man denn die Preise bekommen würde, wie sie da stehen, wäre das cool.
Aber hey, Schatz Nummer 1. Yay! Ist, glaube ich, auch ein DSC-Inhalt. Die Schätze. Bockbluttrank, was bringt der? Ausdauertrank? Achso, ja. Den hatten wir ja sogar schon mal. Und einen neuen Retterschnaps, schön. 70 Groschen und ein paar Kelche. Ich habe sogar noch einen Silberring zu verkaufen, wie mir einfällt. Okay. Kann man mal machen. Ich hätte aber ehrlich gesagt gedacht, ich muss graben. Und dass dann da auch deutlich mehr drin wäre. Da liegt sogar noch ein Schädel. Da. Kann ich den untersuchen vielleicht? Nope. Gut, ich könnte Schirmlinge mitnehmen ohne Ende, aber mit denen weiß ich noch nichts anzufangen. Außer die zu essen vielleicht. Na gut, wir haben einen Schatz gelöst. Dann Eevee Inventar. Die zwei. Nee, ich war doch schon richtig da. Mann. So, die zwei. Ist wo? Westlich von Ratai. Dem Weg folgen bis zu so einer Felsformation Gedöns. Und dann Südosten. Da muss ein alter Minenschacht sein. Ach du Heiliger, ich habe null Plan, wo das sein soll. Hä? Irgendwo hier? Und dann da rein, aber da hätte man noch... Hä? Ach nein, Moment. Man geht hinter Pescheks Mühle über die Brücke und dann den Weg nach links entlang. Oben rechts müsste Ledetschko sein. Und da muss halt so ein Weg irgendwo lang führen. Also oben ist ein Fluss, unten ist ein Fluss. Okay. Ach, ich komme von hier aus nicht auf die Karte. Ärgerlich. Also. Hier irgendwo muss das sein. Und da soll es Hügel geben? Also mal ganz ehrlich, also da ist ein alter Minenschacht eingezeichnet, ne? Klarer Fall von alter Minenschacht hier drüben. Ah, die Hügel hätte ich jetzt nicht gefunden, ehrlich gesagt. Die hätte ich nicht gefunden. Aber haut das hin? Nee, ich glaube, das wird noch eine andere Stelle sein, dass vielleicht noch irgendwo mitten im Wald noch ein weiterer Mineneingang ist, ne? Ich weiß nicht, ob wir es wirklich machen sollten, so auf die Weise. Bin ich mir gerade wirklich unsicher. Es wird dunkel. Wir gehen erstmal zurück zum Jäger. Schnellreise, bitte. Danke. Das fehlt auch noch, ne? Bei dem Schnellreisemenü. Vorher eine Anzeige, wie lange es denn dauern wird. Das fehlt noch so ein bisschen, finde ich.